Aber noch weiter skill ich das nicht, weil, wie gesagt, Skillpunkte müssen wir ein bisschen sparen. Oh, hier sieht's gut aus. Ah, da ist er. Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play 7 Days to Die. Ich habe was geändert. Ich habe bisher immer mit meiner Grafikkarte aufgenommen. Ich habe das jetzt mal geändert. Jetzt nehme ich mir gerade mit meinem CPU auf. Ich hoffe, das funktioniert etwas besser. Vor allen Dingen halt für meine Framerate, dass die ein bisschen höher bleibt. Ich hoffe auch, dass die Bildqualität vielleicht ein bisschen besser wird. Aber mal gucken. So, genug davon. Ich habe keine Ahnung, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir haben eine wunderschöne Waffe an der Hand. Das finde ich schon mal ganz gut. Ja, das ist ja immer nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, was will ich machen? Was soll ich machen? Wir hatten so eine wunderschöne, so ein wunderschönes Scharfschützengewehr gefunden, mit dem ich mich sehr angefreundet habe. Wir hatten das ja das letzte Mal noch kurz getestet, soweit ich mich erinnere. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das Ding macht Laune. Ja, hier mache ich gerade neue Munition. 138 habe ich noch. Oh, Angriff? Ja, da kommen Zombies. Sehr gut. Ich will mal gleich mal testen, ob das hier funktioniert, wie es soll. Na, alles klar, Jungs? Ups. Das war ja voll daneben, meine Damen und Herren. Bam. Ja, die fetzt schon hier. Ja, nie so wackeln und dann über den Busch haken. Das finde ich nie gut. Hier. Ach, das war bloß der Wanst. Ja, ist es nicht ganz so schlimm. Den hinten hat's erwischt. Wunderbar. Auf den vorne zielen, den hinten umschießen. Was kriegst denn du da unten rum? Ach, du lebst noch. Das. Halt, nee, alle auf meine Stacheln laufen. Nee, mach das nicht. Ich will euch doch umschießen. Oh, hier sind aber viele, du. Na? Jungs, was los? Macht denn ihr alle auf meinen Stacheln? Geht da runter, Drecksäcke. Wie soll ich euch denn ordentlich umschießen? Aber man sieht schon, ich bin nie mehr ganz dabei hier. Ja, erstmal das Zielen üben. Machen wir es halt mit der alten Handverkloppung hier. Ey, nicht mich hauen. Ja, hier aber Machete läuft. Roll weg da. Also sag mal das alles ein hier. Ja, ja, ich höre dich noch. Einen haben wir noch. Ah ja. Ja, ich bin hier. Hör mal her. Ah, sauber. Weg ist er. So, habt ihr schönes Zeug mit, meine Damen und Herren? Nee. Ist schade. Haben wir. Ich hatte schon mal so einen kleinen Plan, hatte ich mir schon gemacht. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Zum einen, wir haben ja jetzt richtig viel Geld. Und damit wollte ich mal die Händler abklappern, ob die vielleicht auch Scharfschützenteile haben. Im Anschluss dann würde ich gerne die neue Stadt, die wir noch gefunden hatten, die da so ein Stück neben der letzten lag, würde ich mir angucken. Wir sind bei Tag 19, okay, bei Tag 21 geht's hier wieder los. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ich habe auch jetzt gerade gar nicht das Gefühl, dass es wirklich besser läuft. Nee, läuft so nicht, wenn ich hier rüber so gucke. Deswegen werde ich das gleich nochmal ändern. Ja, ändere ich das mal kurz. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Jetzt wieder mit der alten Aufnahmetechnik. Scheinbar hat das nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gehofft hatte. Ich hatte das erst mit Elex getestet, was ich ja nicht Let's Playe, aber mir überlegt habe, dass ich das vielleicht mal möchte. Da hatte ich das rumprobiert, weil es da halt mit der Grafikkartenleistung auch nicht so weit her ist. Und da hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Da hat das Spiel noch genug abgekriegt. Aber hier gibt es scheinbar Probleme, dass sie sich streiten, wer welche Ressourcen kriegt, und dann funktioniert es leider nicht ganz so gut.
Deswegen bin ich jetzt wieder bei meiner alten Technik, dass die Grafikkarte das aufnimmt. So ist das. Dann muss man das halt manchmal ausprobieren. Ist halt schade, dass ich hier im Let's Play schon so weit bin. Das heißt, ich muss es leider im Let's Play ausprobieren. Aber naja gut, ist ja nichts kaputt gegangen. Das passt schon. Okay. So, was sagen wir uns jetzt das ganze Gezippel ein? Die ganzen Dukes und so. Muss man hier noch haben. Und wollen das den Händlern in Rachen werfen. Ja, keine Ahnung, ob die mir den ganzen Kerpes abkaufen wollen oder nicht. Das werden wir dann gleich sehen. Rohdiamant bestimmt, das Geld auch. Hier den Hut, den müssen wir nochmal reparieren. Die Schutzmaske müssen wir reparieren, den Hut müssen wir reparieren, die Schuhe müssen wir reparieren. Und dann habe ich schon keinen Platz mehr. Aber ich glaube, in der Mopete ist noch Platz. Na? Hier, mach auf den Laden. Dann schmeißen wir das ganze Zeug hier rein. Kann natürlich wieder passieren, dass der Händler wieder sagt, Map, will ich nie haben, den ganzen Kappes. Dann sehen wir wieder alt aus. Wie wurde denn das repariert? Militärische Faser. Was bist du denn? Kommt hier schon wieder eine Horde? Hallo? Keine Ahnung. Aber jetzt gerade funktioniert das hier ja relativ gut. Lass mich hoch. Ich muss das nochmal testen. Vielleicht mache ich mir mal eine Testmap hier offen mit 7 Days, dass ich das irgendwie doch zum Laufen krieg. Dass das richtig funktioniert. Aber jetzt gerade nicht. So, reparieren wir das Zeug mal. Ich glaube, der nimmt bloß repariertes Gelumpe. Wieso kann ich die nicht reparieren? Ach, auch militärische Fasern. Hey, ich nehme sie mal mit, mal gucken, ob er sie trotzdem nimmt. Ich glaub's zwar nicht, aber Versuch macht klug. So, nehmen wir hier das Zeug noch mit. Den Minenhelm können wir auch verkaufen, so einen alten. Du wurdest repariert mit Leder. Okay, hier hast du Leder, dann reparier den mal. Leder wieder da rein und los geht's. Da habe ich gerade geguckt, immer aufgetankt. Wir werden ja ein bisschen Sprit brauchen. Nee, gar nicht. Okay. Mir erstmal Sprit holen. Wie weit ist das hier? Fertig. Sehr gut. Können wir neue Patronen herstellen. Ich glaube, ich brauche 300 Schießpulver dafür. Hier, die 7 Punkte. Irgendwas ist das. Genau. 100 Stück. Daher. Dankeschön. Der Rest Schwarzpulver. Können wir Schießpulver mal hier wieder reinschmeißen. Ja gut, wenn wir da wiederkommen, haben wir dann gleich erstmal neue Munition. Und auf geht's. Ja, das Scharfschützengewehr, das macht echt Laune. Die paar Schüsse, die ich da abgegeben habe, das schießt sich gut. Das hat scheinbar auch ordentlich Durchschlagskraft, selbst mit dem geringen Level, den es hat. Der Nachteil mit dem geringen Level ist halt, dass es nach wenigen Schüssen schon repariert werden muss. Das ist nicht so toll und deswegen will ich eigentlich auch erst mal bessere Qualität kriegen von dem Ding. In welche Richtung fahre ich denn hier? Fahre ich richtig? Ja, kann ich keine Map aufmachen, Moment. Wo ist denn mein Händler? Das hier ist er? Das ist der Händler? Wegpunkt speichern. Wie habe ich denn den anderen Händler markiert? Dass ich das gleich mache. Mit dem Town Hall Symbol, okay. Ja, machen wir das nämlich hier auch. Wegpunkt speichern, hier. Händler. So, wunderbar. Sehe ich das jetzt auf der Karte? Nö. Doch, ganz schwach. Ich weiß gar nicht, ob ihr es dann seht. Aber ich sehe es ganz schwach da hinten. Muss ich mir jetzt hier keinen persönlichen Wegpunkt setzen? Ja, wir fahren jetzt erst zu dem Händler, gucken mal, was wir da loswerden, was der so am Angebot hat. Dann fahren wir zum Schatz. Ich glaube, wir haben ja noch einen, den wir noch heben können. Dann heben wir den Schatz, fahren zu dem anderen Händler und dann fahren wir zu der neuen Stadt und gucken uns die an. Eventuell bleiben wir dort sogar über Nacht. Mal sehen, weil die ist ja doch ein Stück weit weg. Und die ganze Zeit immer hin und her fahren, das geht doch auf den Sprit. Den ich habe jetzt gar nicht getankt. Das ist doof. Ich hab vergessen zu tanken. Ah, na gut.
Ja gut, wir werden da nochmal Sprit finden, denke ich. Der ist ja jetzt nicht so selten. So. Ich habe einen Geier gehört. Ach, da hinten. Okay. Ja, hier, das Moped zuckelt wieder so ein bisschen hier durch die Gegend, aber das soll es mal machen. Das stört mich jetzt gerade nicht so. Kommt der Adler zu uns? Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht treffe oder was. Ha, Mann. Hihi, aber sauber Kopfschuss, so. Ach komm. Muss mich echt das Spiel dran gewöhnen hier. Aber dann direkt vor der Gusche, ne? Ein 600er. Braunes T-Shirt. Ja. Eben. Anziehen, hier, komm. 600 ist natürlich eine Ansage, ne? Achso, ich kann ja gerade nichts mitnehmen. Dann bleib mal kurz liegen, bitte. Während ich mein Zeug verticke. Hallo. Ach, Gott sei Dank hat der schon offen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie spät es ist. Hi. Ja, was ist denn hier verkaufen? B, okay. Mal das ganze Zeug bitte. Dann nimmt das alles. Das ist aber nett von ihm. Nee, jetzt der Cowboy-Hut. Hat er keine Lust mehr. Schuhe? Ja, Schuhe sind gut, okay. Cowboy-Stiefel? Ah, hier, die Schutzzeug kann ich auch verkaufen. Sehr gut. Ja, alles bitte. Ja, die Cowboy-Hüte will er jetzt nicht mehr haben. Die heben wir uns dann für den anderen Händler auf. Jo, geht klar. Ich muss mir nur noch kurz mein T-Shirt holen, was da liegt. Und den Adler. Ich weiß gar nicht, ob der Adler noch liegt. Der Adler liegt noch. Sehr gut, hier. Der hat doch ein paar Federn. Wo ist denn der jetzt mit meinem T-Shirt hin? Der müsste doch noch hier irgendwo liegen. Mist, verdammt. Der hat scheinbar irgendwo gelegen, wo er keine Hinterlassenschaften hinterlassen konnte, quasi. Verdammt. Jetzt hat er mein T-Shirt mit in den Tod genommen. Oh. Das war mal eine Sprungschanze. Jawohl. Daubär. Eigentlich wollte ich hier bloß gucken, was da so ist. So. Ich habe noch was für dich, Kollege. Und wenn du es nicht haben willst, dann verkaufe ich es deinem Kumpel. Nee, ich brauche keine Assistance. Komm klar. Ja, schon die Schnauze voll von dem Zeug. Okay, den Rest will er nicht haben. Jade. Magst du Federn? 10 per 5, okay. Aber die verkaufe ich glaube nicht, oder? Mal gucken, mal gucken. Ich könnte Munition bei ihm kaufen. Die ist aber relativ teuer. Da habe ich keine Lust zu. Was hat er denn noch so hübsches? Bauplan, Scharfschützengewehr, ja, kennen wir schon. Ist alles gut. Waffen hat er nicht viel, ne? Rakete könnten wir kaufen. Hier ist Bauzeug. Da ist aber auch nichts Interessantes dabei. Amboss, ja. Kann man so schön selber herstellen. Kleidung? Nee. Nahrung? Nein. Bücher, nee. Bücher, haben wir die Scharfschützengewehr und solche Späße schon? Kann ich das sehen? Ja, hier, bekannt. Das stimmt alles schon bekannt. Wieso ist denn das Firma bekannt? Ist auch interessant. Ah, hier könnte man Messingwasserhahn kaufen, der ist aber teuer. Für 20 Messing, so viel bezahlen. Das klingt nicht nach einem guten Deal. Secret Stash. Der Schrotfinder hat er im Angebot. Bauplan für eine AK, ein Bergbauhelm. Nee, der hat nix. Nix von Interesse. Das Ähnliche wäre vielleicht die Muni gewesen. Aber da bauen wir ja gerade selber, also warum? Sollte ich da jetzt welche kaufen? Aber wir haben jede Menge Kohle. Ich weiß noch nicht. Ich würde sie gerne verwenden für irgendwas. Ich fahre jetzt doch nochmal schnell heim. Weil ich ja schlauerweise das Tanken vergessen habe. Jedes Mal auf halber Strecke dann liegen bleiben. Das wäre doof.
Hier sind aber viele Zombies unterwegs heute, ne? Gucke dich das an, ne? Aber da findet man garantiert noch ein paar, wenn wir dann die Stadt durchsuchen. Da ist noch ein Adler. Adler, ne? Ich wieder mit meinem Adler. Das ist ein Geier. Das war ein Treffer. Da. Daubär. Als ich hier, wieso will ich die Mutter ernten? Nee. Ja, der hat auch Fleisch mit. Das keiner will. Ja, warum habe ich den Adler jetzt abgeschossen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich immer noch Federn mag. Ich hätte ja eigentlich auch gerne so einen Composite-Bogen. Aber da haben wir leider noch nicht genug Teile gefunden. Da müssen wir nochmal suchen gehen. Ich meine, wenn wir jetzt die nächste Stadt auseinandernehmen, findet man vielleicht auch wieder was in den Waffenschränken oder so. Im Schatz könnte man vielleicht nochmal Scharfschützengewehr finden, das wäre toll. Vielleicht auch ein besseres. Aber ich kann die letzte Stufe von Quality Joe noch nicht lernen. Ja, die sorgt dafür, dass wir Teile in besserer Qualität finden. Dafür brauche ich aber Plündern erst 60, soweit ich weiß. Und wir sind erst bei 52 vielleicht. Ich weiß, dass wir vor kurzem erst irgendwann die 50 erreicht hatten. Also so überzeugend sind wir da noch nicht. Was habe ich denn da eigentlich markiert gerade auf meiner Karte? Weil ich gerade gesehen habe, dass ich gar nicht mein Haus markiert hatte. Was ich dachte. Ist hier noch was drin? Nee. Aber können wir die neue Munition mitnehmen? Ja, mit, genau. Aber 46.000 haben wir schon. Von dem Geld. Das ist doch in Ordnung. Schmeiß mal kurz hier das Zeug rein, dann haben wir wieder Platz. Wir hätten in der neuen Stadt wieder so eine Lootkiste machen, dass wir nicht so viel hin und her laufen müssen. Achso, Sprit. Sprit war das Problem. Hier, immer mal 1.000 damit. Der würde ja reichen. Die Frage, ob ich irgendwann mal Sprit produzieren will, so richtig. Ja, nachtanken. Ja, ein Problem gibt es ja mit Sprit, nämlich... du kannst zwar Biosprit herstellen, aber dafür brauchst du Fett. Und Fett ist nicht so ohne weiteres zu kriegen. Der Schatz ist markiert, das ist sehr gut. Hallo? Ah, danke. So, da fahren wir nämlich jetzt da gleich hin. Und graben den aus. In der Hoffnung, dass da was Schönes drin ist. Ich wünsche mir auch weiteres Scharfschützengewehr. Achso, ich sollte nochmal gucken. Warte mal. Wollen wir jetzt da looten gehen und ich doch schon das plündern könnte? Ja, 51. Okay, das geht noch nicht. Hier, Plünderung 60. Das dauert leider noch ein bisschen. Könnte natürlich jetzt einfach so 9 Punkte reinstecken in Plündern, aber ich finde, das sind verschwendete Punkte, weil das lernst du ja auch einfach so, indem du Zeug plünderst. Da dann Punkte zu verschwenden, die selten sind, beziehungsweise begrenzt, ist glaube ich nicht sinnvoll. Von daher sehe ich davon mal ab. Wir werden später bestimmt noch super Chancen haben, anderes Zeug zu finden. Deswegen machen wir uns da jetzt mal hier nicht verrückt. Was ist denn du los? Ach, dir ist warm. Ja, gut, bleib besser. Moment. Fahr jetzt hier querfeldein, mal gucken. Vielleicht falle ich wieder irgendwie in die Klippe runter und schreie wie ein Mädchen. Das kennen wir ja auch schon. Hui. Ja, da immer ein kleiner Sprung. Schon mal ganz gut. Ich habe jetzt in der Zeit noch nichts Neues von den Entwicklern. Mal gucken. Wie es aussieht, ist aber die nächste Alpha noch ein Stück weg. Es sieht zwar so aus, als würde es riesige neue Änderungen geben, aber es dauert noch ein bisschen, bis das fertig ist scheinbar. Bin ja mal gespannt, wie lange sie noch für das Spiel hier brauchen werden. Oder brauchen wollen, ist ja eher die Sache. Im Moment adden sie ja immer noch neuen Content, also sind sie quasi noch nicht so weit, dass sie sagen, fertig. So, hier sind wir. Anhalten! Halt, meine Mopete fährt einfach von alleine weg. Ja, da hängt sie in der Luft. Hier irgendwo muss er sein. Hier nehmen wir den Schraubenschlüssel rüber.
mach nämlich erstmal hier mein Gras weg, dann sehe ich schon mal besser. Den Bereich entgrasen. So. Bei der letzten Schräge haben wir den. Da hat die Kiste ja quasi schon rausgeguckt. Das war ja sehr nett. Hier sieht es nie so aus, als hätten wir das Glück. Der Radius ist auch recht groß. Ich hatte das doch geskillt, dachte ich. Ja, hier mach weg. Irgendwo hier. Hier muss er sein. Ja. Triff doch einfach mal das Gras, bitte. Irgendwo hier, bis wie weit hier rüber? Ja, bis hier. Okay, bis knapp hinter den Baum. Oh ja, mach den mal kurz weg. Dann ist der schon mal aus dem Weg. Geht uns nicht mehr auf den Geist. Ja, wir sehen da schon mal X. Hier guckt keine Kiste raus. Das heißt, wir buddeln jetzt doch. Aber wie buddelt man hier am schlausten? Auf gerader Fläche ist es ja relativ einfach. Buddelst dich zwei Felder tief und dann in alle Richtungen so ein bisschen. Wie man das jetzt hier am besten macht. Mal gucken. Hey, Level 88. Keine Ahnung wovon. Ach hier, im Messias, warte mal. Da sollte man was dagegen tun. Was sind das hier? Das sieht aus wie Kies, aber war doch keiner. Lalala. Schatz, wo bist du? Hier können wir mal Licht anmachen, dann sehen wir vielleicht eher. Die Höhle fällt uns bestimmt gleich auf den Kopf. Die hier Buddel. Ja, jetzt ist es vorbei mit der Ausdauer. Trinken wir einen Tee, dann geht's wieder. Ja, will ich nach oben oder eher nach unten oder eher nach rechts? Schwierig, schwierig. Buddeln erstmal weiter, mal gucken. Kann schon was finden hier. Ja, kommt die Höhle jetzt eigentlich hier mal runter oder? Ich hab die ganze Zeit die Vermutung, gleich fällt's mir auf den Kopf. Weil das ist eigentlich der Plan, aber hier passiert nichts. Schwierig, weil ich will mich ja auch nie begraben lassen, lebendig, weil dann bin ich nicht mehr lebendig, kurz gesagt. Du musst doch noch ein Stück weiter hier unten, bis wohin geht denn das, bis hier runter. Nochmal, rudeln. Ja, die Ausdauer, komm. Ich habe leider nichts mit. Ich habe auch gedacht, dass ich zweimal buddel und dann habe ich ihn. Aber dem ist ja ganz nicht so. Versteckt sich diesmal ein bisschen besser. Gemeinheit. Aber noch weiter skill ich das nicht, weil, wie gesagt, Skillpunkte müssen wir ein bisschen sparen. Oh, hier sieht's gut aus. Ah, da ist er. Ja! Ja! Juhu! Ah, gewonnen. Jackpot. Der Gott des Glücks. Nein, nicht wirklich, aber... Fortuna wäre die Göttin des Glücks, glaube ich. Ja, das ist doch... Ja, wunderbar. Da weiß ich doch jetzt, was ich jetzt gleich mache. Ich schmeiß jetzt die kleinen, die späten Scharfschützengewehre zusammen zu ihm. Und dann... tausche ich die aus, ne? Dann mache ich nicht mehr hier mit dem komischen... Repetiergewehr weiter, sondern mit dem Scharfschützengewehr mache ich dann meinen Spaß. Ich meine, die gehen ja eh beide auf denselben Skill. Ist ja auch egal, mit welchen von beiden du schießt. Die benutzen dieselbe Muni. Kann theoretisch auch beide mitnehmen. Weiß ich aber, nee, dann habe ich wieder einen Slot extra belegt. Das ist immer so eine Sache. Ja, wunderbar. Da haben wir ja jetzt echt Glück gehabt. Wow. Finde ich gut. Finde ich echt gut.
Wenn ich die zusammenschmeiße, wird dann eine 300 dabei rauskommen? Ich glaube, ne. Eine 300, da werden wir nicht schaffen. Aber dann ist es gar nicht so viel schlechter wie unser Repetiergewehr. Das ist schon cool. Schon echt cool. Das Ding habe ich Lust zu verwenden. Das nehme ich auch. Ist mir wurscht, ob ich es jetzt verbrauche oder nicht. Weil das macht Laune. Scharfschützen. Das ist einfach mein Ding. Falls jemand von euch hier das Left 4 Dead gesehen hat, da renne ich ja auch mit dem Scharfschützengewehr rum. Obwohl das bei dem Spiel vielleicht nicht unbedingt die beste Methode ist. Aber es macht halt Laune. So. Ja. Okay, was haben wir denn eigentlich noch gekriegt hier? Die Nuggets, die können wir verkaufen. Hier, wir haben so ein bisschen Fasern und so ein Kack. Den braucht man nicht wirklich, aber... wo sind denn die Samen? Hier sind die Samen, okay. Das Ding auch hier rein. Ansonsten sehen wir gut aus. Okay. Ja, der hat gerade Hunger. Ich kümmere mich da gleich drum. Gleich nachdem ich unsere Scharfschützengewehre zusammensetzen. Jetzt sind ja nicht das Falsche hier drücken. Sonst wären wir traurig. Da haben wir manche Sachen schon in 300er Qualität, ey. Von dem Scharfschützengewehr. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, hier, zerlege. Okay, zusammenschrauben. Ja, erst mal Verschluss oder was das ist. Drück mal eine 325 raus, das ist in Ordnung. Den Stock. Ja, da kriegt man die 240 raus, ist auch in Ordnung. Hier kriegt man fast eine 300. Nice. Not bad, not bad. Also 300er Gewehr haben wir jetzt nie rausgekriegt, aber es ist schon nah an 300 dran, würde ich sagen. Ja, die Dinger rein, jawohl. Dann machen wir jetzt 280. 280 ist schon gut. Wie machen wir das jetzt? Ich würde es gerne mitnehmen. Wir könnten das jetzt hier alles so machen. Es würde gehen. Hier, lad nach das Gerät. Ah, Traum. Traum ist das. Ich glaube, ich könnte mal eine Suppe essen hier. So. Ja, machen wir mal so. Wir gucken mal, was es ist. Fit as a fiddle. Okay. Eine Errungenschaft gerade erhalten, dafür, dass wir 150, Wellness erreicht haben. Das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, die haben auch nicht mehr Neues gesagt. Theoretisch war das letzte Wort, dass sie die Wellness in der nächsten Version abschaffen wollen. Keine Ahnung. Fände es eigentlich schade. Also wenn es einfach nur weg wäre. Wenn sie da sich was anderes überlegen, was vielleicht... Weiß ich nicht. Interessanter ist. Ich habe keine Ahnung. Weil im Moment wirst du halt dafür belohnt, dass du nicht stirbst. Quasi. Und dass du dich gut ernährst. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Der Nachteil ist halt, dass es ein positiver Feedback-Loop ist. Ne? Das heißt, wenn du gut machst, hast du es einfacher, weiterhin gut voranzukommen. Und wenn gerade die Kacke am Dampfen ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es die Kacke weiterhin am Dampfen ist. Weil es dir dann Leben abzieht und Ausdauer und es wird dann durch schwerer weiterzukämpfen. Was dafür sorgt, dass du höchstwahrscheinlich nochmal stirbst. In der Hinsicht ist das System nicht so gut. Weil es halt ein positiver Feedback-Loop ist. Ne? Das ist nicht unbedingt das, was du willst. Allerdings in die andere Richtung ist es halt eine Belohnung dafür, dass du gut machst. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht besser ist, das zu ersetzen mit irgendwas anderem. Aber ich wüsste jetzt so direkt nehmen, mit was man das ersetzen soll. Was da eine bessere Herangehensweise ist. Aber mal gucken. Die Entwickler werden da bestimmt schon eine Idee haben, sonst würden sie nicht sagen, dass sie es wegmachen wollen. Ich denke mal, die haben da schon einen Plan, wie das ersetzt werden soll.